Gut, also dann herzlich willkommen zum letzten Vortrag des Tages, der Konferenz. Ich hoffe, dass ihr auch in der Stimmung seid, irgendwie ein bisschen zu entspannen, weil es wird jetzt nicht der, es wird intellektuell jetzt nicht so wahnsinnig anstrengend für euch. Wir möchten uns vor allem bedanken, dass wir eingeladen worden sind, was zu sagen zu dem Community-Thema. Zeigt uns, dass wir offensichtlich so wahrgenommen werden, als wären wir da aktiv. Wir wollen euch einfach nur ein bisschen erzählen, was wir da so treiben und warum wir das tun und was wir noch so vorhaben. Und haben uns gedacht, wir kommen ja aus München, wir sind so fern der Heimat, wir bringen euch was mit. Und nachdem wir ja aus der Stadt des deutschen Fußballmeisters kommen, was lag näher als eine Runde Lollis. Damit übergebe ich an den Joachim, der dann den ersten Teil übernehmen wird. Und wir haben uns das aufgeteilt. Der Thomas unterstützt uns nachher noch. Auf geht's. Genau, also mein Name ist Joachim Scholtesig. Was wir eigentlich jetzt erstmal tun wollen, ist uns kurz vorzustellen. Ich fange gleich mal bei mir an. Ich bin seit 88 in der IT-Branche. Der Niki kriegt auch zwei. Ja, danke. Der Präsident kriegt zwei. Genau. Warten wir nochmal kurz. Wie abgezählt? Testen. Für dich, Niki, wollte man eigentlich noch dazu sagen, zukünftiger Pokalsieger. Also nochmal zu meiner Person. Ich bin seit 88 in der IT-Branche. Bin seit 2003 selbstständig und mache jetzt seit 2007 Webdesign. Habe mich jetzt 2014 auch komplett selbstständig jetzt gemacht. Genau, der Andreas. Ich bin seit 2008, 2009 circa mit Contao unterwegs, damals noch Tivolite. Bin von dem, was ich irgendwann mal gelernt habe, Statistiker und somit stark bei Daten, und Contao hilft mir halt, meine Daten zu verwalten. Das heißt, ich bin mehr in der Entwicklung und im Backend unterwegs und habe jetzt seit Anfang des Jahres eine nette neue Kollegin, nämlich die Hella. Und ja. Ja, also ich bearbeite hauptsächlich das Frontend und mit Contao erst seit 2012. Also ich bin ein echtes Contao-Küken sozusagen. Habe vorher auch mal mit Typo 3 arbeiten dürfen und diversen anderen CMS, und bin ganz froh, dass es mich hierher verschlagen hat. Genau. Wir drei organisieren aktuell den Contao-Stammtisch in München, was eigentlich so läuft, dass der Joachim das Doodle aufsetzt und der Andreas und ich in der Firma arbeiten, die den Besprechungsraum zur Verfügung stellt, wo wir uns treffen. Das ist es eigentlich schon grob von der Orga. Genau. Dann gibt es noch eine Mail und einen Tweet und der Rest tut sich von alleine. Der Joachim versorgt uns immer mit Süßigkeiten, Obst und Getränken. Nein, die habe ich besorgt. Sind nicht von mir. Extra für dich, Niki. Okay. Genau. Ja, so in der Regel sind wir beim Stammtisch immer so zwischen 8 und 12 Leute. Was haben wir noch? Ja, so ein bisschen was zur Geschichte. Der Stammtisch selber in München wurde eigentlich damals von der Marie Dietz ins Leben gerufen. Die hatte Anfang 2010 ein bisschen weniger Zeit, dadurch, dass sie auch nach München dann gezogen ist. Dann habe ich einfach die Organisation übernommen. Ähm,
Ja, wir haben damals auch in Lokalen angefangen. Es ist dann einfach so gewesen, dass in den Lokalen einfach nicht alle Themen an alle Teilnehmer rangekommen sind. Wir haben halt immer in den Lokalen sehr länglich gesessen und haben halt dann einfach geschaut, dass wir dann eventuell einen Meetingraum bekommen, was wir am Anfang dann beim Thorsten Wickertsheim gefunden haben. Und jetzt sind wir eben beim Andreas in der Firma und da haben wir halt eben einen Meetingraum, der locker für 15 bis 20 Leute ausreicht und auch die technische Ausstattung, also wirklich konstant gutes WLAN aufweist und auch Beamer und Leinwand haben. Genau, das hat ja die Hella schon angesprochen. Genau, uns ist halt einfach wichtig, dass bei dem Stammtisch eben nicht nur fortgeschrittene Themen angesprochen werden, sondern auch wir versuchen, möglichst viele Einsteiger auch neu dazu zu bekommen, um die wir uns dann in der Regel eigentlich auch gleich am Anfang kümmern. Und wenn irgendwelche Fragen da sind, egal ob es jetzt von Einsteigern oder von Fortgeschrittenen kommen, die auch dann abfüttern. Und was wir auch machen, wir machen teilweise kleinere Vorträge. Und die Vortragsunterlagen werden dann auch bei uns auf der Stammtischseite veröffentlicht. Fängt teilweise an mit irgendwelchen Backup-Themen. Jannik hat vor kurzem ein bisschen was zum HTTP2 gesagt, das was er jetzt eben in dem anderen Meetingraum eben jetzt auch als Vortrag hat. Das hat ihn eben dazu animiert, dass er halt auch einen Vortrag hier auf der Konferenz dann macht. Genau. Genau, damit kommen wir eben auch zum Kontakt zum Thomas. Ja, wie haben wir eigentlich Kontakt zum Thomas? Eigentlich über die sozialen Medien. Letztendlich auch viel Kontakt über die Contao Association und ich persönlich erkenne Thomas ja auch schon etwas länger, weil wir in einem anderen CMS auch schon unterwegs waren. Genau. Und da kann der Thomas eigentlich gleich mal was zu... Oh, okay. Ja, dann kann der Thomas nämlich gleich mal was zu seinem Stammtisch sagen. Danke dir. Also es ist nicht mein Stammtisch, aber ich freue mich ja, dass da auch Gäste kommen. Ja, also Stuttgarter Stammtisch, den gibt es auch schon seit 2009, hat damals der Jan Theofel ins Leben gerufen. Der ist dann irgendwann ein paar Jahre später nach Berlin gegangen und dann war der Stammtisch in Stuttgart verwaist, ungefähr 2,5 Jahre. Dann wurden die Jammerklagen immer größer und dann sage ich, okay, dann organisiere ich es wieder und mache es. Seit 2014 sind wir wieder am Start. Wir sind nach wie vor in einem Lokal. Wir sitzen auch meistens länglich, aber auch, was ich draußen, dann auch mal Roundtable. Wir besprechen eigentlich so immer wieder mal einzelne Themen, haben aber jetzt nicht, zumindest im Moment nicht, entsprechend Folien oder entsprechend die Vorträge. Größenordnung sind wir zwischen 10 und maximal waren wir mal 24, das war aber einmalig. Also Größenordnung 10 bis 12 ist so, was meistens der Fall ist. Was uns immer wieder freut, dass der Stammtisch Karlsruhe mit einem recht großen Aufgebot uns immer in Stuttgart besucht. Letztes Mal glaube ich mit 5 Personen dazu und so tingle ich eben auch nicht nur in den Süden, sondern auch in den Südwesten, dass ich ab und zu auch in Karlsruhe im Stammtisch mal aufschlage. Bei euch war ich jetzt schon dreimal, glaube ich, einmal auch mit dem Niki zeitgleich zusammen. Und dieses Weitertragen und dieses Vernetzen, das ist das, was eben spannend ist und wo ihr jetzt entsprechend auch heute die Sachen vorstellt, was man damit mehr bewirken kann. Danke schon mal. Danke dir. So gehen wir weiter, oder? Das ist deine Folie. Ja, das ist meine Folie. Ja, wie organisieren wir uns? Ja, einfach mal der Vergleich jetzt, Vorteile, Nachteile, Restaurants oder Lokale und Besprechungsräume. Wir haben halt in der Vergangenheit öfters mal das Problem gehabt, dass wenn wir Räume jetzt in einem Lokal gebucht haben, zwischendrin einfach mal der Betreiber dieses Lokals
uns abgesagt hat, weil halt plötzlich irgendwelche anderen Organisationen oder ja, einfach Termine von irgendwelchen Feiern in den Räumlichkeiten eben wichtiger waren und wir deshalb kurzfristig dann eben keinen Raum zur Verfügung hatten. Das war auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, wir wollen unbedingt schauen, dass wir einen eigenen Besprechungsraum haben. Ist natürlich im Lokal teilweise recht laut und dadurch, dass man halt eben nicht, meistens nicht an einem Tisch sitzt, hat man eben einfach das Problem, dass man eben nicht alle Themen begleiten kann. Der Besprechungsraum hat ganz klar die Vorteile, dass wir einfach in einer ruhigen Umgebung sind. Wir können uns einfach auf uns konzentrieren, machen einfach die Tür zu und haben einfach einen top ausgestatteten Besprechungsraum. Das bringt uns einfach sehr viel. Wir haben keinen Zeitdruck, wir können uns diese Termine selber organisieren und es finden halt auch die Stammtische regelmäßig statt. Das ist halt uns auch wichtig gewesen, weil wir wirklich jeden Monat einen Stammtisch haben. Also es gibt vielleicht mal einen Termin im August, der vielleicht durch Urlaub nicht zustande kommt, aber sonst in der Regel jeden Monat. Genau. Die Abstimmung selber, also das ist letztendlich keine Abstimmung. Ich stelle letztendlich, oder wir fragen in der Runde immer nach, wie die Termine in den nächsten 3 Monaten aussehen könnten und die Termine stellen wir dann eben auf Doodle eben quasi zur Abstimmung. Bei den Teilnehmern, wir haben ein relativ breites Feld, wir haben ein relativ breites Einzugsgebiet. Wir haben eigentlich vorrangig aus München oder Umgebung die Teilnehmer. Wir haben auch aus Österreich eine Teilnehmerin, die fährt jeden Monat 2,5 Stunden zu uns und fährt am Abend dann auch wieder 2,5 Stunden zurück. Bei uns sind alle möglichen Nutzer drinnen. Wir haben einige Hobbynutzer, wir haben viele Einzelkämpfer drinnen, wir haben aber auch 1-2 Agenturen drinnen. Und es sind auch alle Arten von Benutzern drin. Wir haben Einsteiger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben auch Profis drinnen. Dann das Hosting selber der Stammtisch-Webseite wird auch von einem Stammtischmitglied von uns gemacht. Und wir haben dann letztendlich noch Hella und Andreas, die sich dann letztendlich noch um die Verbreitung in den sozialen Medien kümmern. Also wir haben schon eine relativ gute Arbeitsteilung. Genau. Okay, dann sage ich kurz was zum Ablauf. Also es ist jetzt nicht so, dass wir immer eine strikte Agenda haben. Wir versuchen, wenn neue Mitglieder bei uns aufschlagen, dass wir eine kleine Vorstellungsrunde machen, damit jeder irgendwie so ein bisschen weiß, wer was wo tut und kann und vielleicht auch Fragen beantworten kann. Dann haben wir meistens einen Frage- und Antwortteil. Das kann am Anfang sein, zwischendrin, am Schluss, wie auch immer. Wir haben Vorträge zu verschiedensten Themen. Das können Contao-spezifische Themen sein oder nicht. Und es gibt einfach ganz generell auch einen Dialog rund um Contao, Funktionalität, was Neuentwicklungen, solche Dinge wie Contao 4, was erwartet uns da, wann kann man umsteigen und so weiter. Ja, Contao fremde Themen habe ich schon gesagt, Hosting, Rechtliches und so weiter. Gut. Pizza ist in der Regel auch ein Tagesordnungspunkt, der recht beliebt ist. Genau. Dann wollte der Joachim noch einen Überblick geben, was es denn ansonsten im Contao-Community-Kosmos noch so gibt. Genau. Da übergebe ich dann nochmal. Ja, das sind jetzt keine Geheimnisse. Es gibt jetzt ganz normal im Contao-Kosmos natürlich Contao.org. Dann die Association natürlich, die CCA, also wir zählen auch das Wiki jetzt mit dazu, dann Contao Pool, also die NRW-Community, die ganzen Konferenzen und Camps, die wir haben und natürlich auch die Stammtische.
Und da sind wir jetzt einfach mal durchgegangen, was es alles an Stammtischen gibt. Es gibt halt in Deutschland, Österreich, Schweiz zurzeit 40 Stück, die halt im Forum auch quasi ein eigenes Unterforum haben. Davon haben wir eben 34 in Deutschland, 5 in Österreich, 1 in der Schweiz. Ja, und die Frage ist halt, wie schaut es letztendlich außerhalb der drei Länder aus? Gibt es in Spanien was? Gibt es in den USA was? Gibt es in Japan was? Keine Ahnung. Das haben wir leider nicht auf dem Schirm. Genau. Ja, gut, dann komme ich zur Motivation. Man kann sich ja die Frage stellen, warum macht ihr das eigentlich? Man könnte seine Zeit ja auch mit Dingen verbringen, die einem irgendwie mehr einbringen, zum Beispiel finanziell. Ich denke, grundsätzlich ist es ja so, dass wir als Nutzer von Contao einfach also in welcher Form auch immer wir das nutzen, auch dafür mitverantwortlich sind, wohin die Reise geht, und insofern es ganz sinnvoll ist, dass wir auch irgendwas tun, um da weiterzukommen. Und sei es nur, dass wir es diskutieren und vielleicht auch an geeigneter Stelle gelegentlich anbringen. Wenn man im Forum so Dinge liest, zum Beispiel wie, warum gibt es da kein ordentliches Tutorial oder warum ist da keine Doku und solche Dinge, dann wissen wir irgendwie ganz genau, da können wir es nur selber an der Nase packen, es hat ja einfach keiner eins geschrieben. Also es ist ja keine kommerzielle Software, wo man sagt, es ist Teil des Produkts, sondern das ist eben ein Teil, den die Community letzten Endes leisten muss, und da ist ganz klar jeder Nutzer angesprochen, und das ist auch ein Teil, zu dem wir später noch kommen, wo wir die Pflicht auch ganz klar mit bei uns sehen. Ja, was wollen wir sein, was wollen wir tun? Wir wollen insgesamt eine Anlaufstelle sein für alle im Raum München und darüber hinaus für alle Fragen rund um Contao. Das bedeutet, dass wir natürlich nicht der Support sind, und wir können auch sicherlich nicht alle Fragen beantworten, aber dass wir eben oft gemeinsam Antworten finden, weil jeder so aus seinem Erfahrungs- und Arbeitsbereich verschiedene Perspektiven mitbringt und wir letzten Endes uns so ein bisschen als eine Art lebendiges Forum sehen, ja? Also ein lebendes Forum, wo ich hingehen kann, wenn ich da irgendwo nicht weiterkomme oder auch wenn ich den Eindruck habe, ich kann da vielleicht was beitragen und andere Leute weiterbringen. Ja, wenn wir zu keiner Lösung kommen, dann gibt es meistens jemanden, der sagen kann, frag doch mal den und den oder den und den, der kennt sich da aus. Also man kommt zumindest immer mit einer Idee raus, wo kann ich weiterkommen? Entschuldigung. Dann ist natürlich die Motivation auch der Blick über den eigenen Tellerrand, zu sehen, was machen denn andere mit Contao, was kann Contao noch, wo ich vielleicht noch nie auf die Idee gekommen bin, dass es das könnte. Oder, also es kommen bei uns ja ganz unterschiedliche Leute zusammen, auch auf ganz unterschiedlichen Niveaus, wie der Joachim schon gesagt hat. Das bedeutet, dass jeder einfach auch ganz andere Problemstellungen ja hat, was er mit Contao macht. Und der Austausch darüber, habe ich immer den Eindruck, jeden weiterbringt. Also ich wage es zu behaupten, dass es auch für einen Programmierer interessant sein kann, zu sehen, wie der Anwender mit seinem Produkt umgeht, um da was dazu zu lernen. Und was das Thema Usability angeht, sind sicherlich auch oft die Neulinge oder Hobbyanwender manchmal auch ganz hilfreich, weil wenn jemand ganz wenig mit dem Produkt umgeht oder ganz neu ist, hat er halt noch nicht die Betriebsblindheit, die andere haben, oder schaut noch nicht so großzügig über Dinge hinweg, wo er sagt, ja, war mir auf den ersten Blick auch nicht klar, aber wenn man es dann dreimal gemacht hat, weiß man, wie es geht. Solche Einblicke sind sicherlich ganz hilfreich für alle. Dann wollen wir gerne Berührungsängste abbauen, zum einen eben für die
erwähnten Hobby-User oder Neueinsteiger und zum anderen aber auch ganz klar für die Leute, die von einem anderen CMS zu Contao wechseln. Und wie gesagt, eben keinen vollumfänglichen Support, aber gerade so Einstiegshürden zu nehmen, ist sicherlich eine ganz wichtige Motivation, um zu sagen, jeder Nutzer, der Contao auch nutzt, kommt vielleicht aus einer Agentur oder hat eigene Projekte, eigene Kunden und insofern verbreitern wir die Basis und natürlich am Ende dann vielleicht auch die potenzielle Finanzkraft, die hinter Contao steckt, wenn wir die Nutzerbasis da verbreitern können. Dann haben wir, wie vorhin auch schon erwähnt, Themen jenseits von Contao, die uns natürlich alle interessieren, entweder allgemein im Bereich Webentwicklung, Selbstständigkeit ist für die meisten bei uns ein Thema, sind eher die wenigeren, die Angestellten, so wie wir zwei. Dann tauschen wir uns auch aus zu juristischen Fragen, diese ganze Cookie, Datenschutz, sonst was, Debatte, besprechen, wer wie einzelne Leistungen abrechnet oder Angebote schreibt oder wie man mit problematischen Kunden umgeht, solche Dinge, die einen einfach im Alltag bewegen. Ja, Dinge in Bezug auf Lizenzrechte, Bildrechte, Copyrights oder wir tauschen uns auch aus, wenn jemand irgendwelche coolen neuen Tools gefunden hat oder Quellen oder sonst irgendwas in der Richtung oder was es so an neuen Trends gibt, allgemein im Webdesign oder auch irgendwelche JavaScript-Bibliotheken oder sonstige Dinge. Wir arbeiten auch gemeinsam an kleinen Projekten. Das eine ist natürlich die Stammtisch-Webseite, dann sowas wie der Vortrag heute. Ist insgesamt, finde ich, bei uns eine sehr kooperative Stimmung. Ich habe von anderen Stammtischen gehört, dass es da oft Ängste gibt, dass man sich gegenseitig Kunden wegschnappen könnte. Vielleicht haben wir einfach im Großraum München nicht das Problem, weil da gibt es einfach genug Kunden. Das mag in kleineren Orten anders sein. Da hat eigentlich niemand großartig Probleme, auch von seinen aktuellen Projekten zu erzählen. Das ist so ein Punkt, den ich bis heute nicht so ganz verstehe, warum sich gerade die größeren Agenturen nicht unbedingt zeigen bei uns auf den Stammtischen, weil ich kenne es zum Beispiel aus der Typo 3 Community, da sind alle großen Agenturen immer auf den Community-Events unterwegs gewesen, schon allein, um Leute zu finden. Also die ganze Personalproblematik wird da sehr viel mehr in der Community gelöst, habe ich den Eindruck. Vielleicht gibt es nicht so viele Stellen in Contao-Agenturen, dass es ein Thema ist, ich weiß es nicht. Aber für meinen Geschmack lassen sich jetzt in München die Agenturen zu wenig blicken. Wir hören immer mal wieder so, da gibt es eine, die machen ganz viel mit Contao, aber die sind weder Partner noch sind sie sonst irgendwo aktiv. Und man sieht es immer nur so zufällig, weil sie mal wieder eine Seite gemacht haben, die man dann findet, die mit Contao gemacht ist. Dann ist es natürlich, wenn man ein Projekt kriegt, wo man sagt, naja, alleine kann ich das nicht stemmen, sehr hilfreich. Man hat dieses Netzwerk über den Stammtisch. Der Joachim arbeitet mit drei Projekten mit anderen Stammtischmitgliedern und so weiter. Also da bist du aber bei weitem nicht der Einzige. Es gibt ja mehrere Projekte, an denen verschiedene Stammtischmitglieder beteiligt sind und gibt eigentlich niemanden, der sich, glaube ich, auf anderem Wege kannte oder kennt als über den Stammtisch. Auch bei mir ist mein aktueller Job, den habe ich dem Stammtisch zu verdanken. Ich bin seit Jahresanfang eben beim Andreas in der Firma und ohne den Stammtisch wäre das wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Und du wärst immer noch bei WordPress. Das muss man dazu sagen. Sonst müsste ich jetzt WordPress machen, genau, in der anderen Agentur. Also er hat mich gerettet. Ja, genau. Was so ein bisschen
ja, sag mal, ein bisschen Zukunftsmusik auch ist. Das haben wir jetzt noch nicht so furchtbar viel gemacht, aber es ist eben auch so eine Idee, dass wir so ein bisschen uns austauschen darüber, was wünschen wir uns denn noch von Contao oder was könnte noch sein, beziehungsweise wo ist was, was wir vielleicht für einen Bug halten, das zu diskutieren und dann eben auch gemeinsam Feature-Requests zu formulieren und eben auch in der Hoffnung, dass wenn wir uns darüber austauschen, dass wir vielleicht irgendwie lange Diskussionen auf GitHub ein bisschen abkürzen können, weil sich einfach vorher schon ein paar mehr Leute Gedanken drüber gemacht haben und wir damit auch ein bisschen Zeit und Nerven auf Programmiererseite sparen können. Ja? Da habe ich eine richtig geniale Idee für euch. Das machen wir bei Joomla. Das haben wir letztes Jahr zweimal schon im Jahr gemacht. Das ist eigentlich nur eine Pizza Bugs im Fun-Tag. Wir treffen uns gezielt, um Bugs zu melden, zur Lösung zu programmieren, die Lösung zu testen und dann das Ganze eben auf Eis zu geben. Das sind zwei ganz gezielte Tage im Jahr, in denen wir dann einmal richtig viel auf die Beine stellen. Okay, klingt super. Die Lösung programmieren auch beim Testen nach. Natürlich keine Leute mehr. Und da treffen wir uns mit meinem Ziel zweimal im Jahr in der User-Groups. Findet das Ganze dann statt. Das ist halt die anders, wo sich Leute zusammentreffen und sagen, wie wollen es einfach machen. Dann gibt es Pizza für alle. Und dann sitzen wir 8 Stunden und sind dann am Anfangstesten und richtig testen. Das klingt super. Das, also nur mal für die Aufnahme noch kurz zur Wiederholung, eine Veranstaltung analog zu den Joomla Pizza Bugs and Fun Days, wo wir gemeinsam uns zusammensetzen und Bugs reporten, beheben und dann auch durchtesten. Das ist sicherlich eine Sache, wofür die Association vielleicht ein bisschen Budget einplanen muss. In Zukunft zumindest für die Pizza. Ja, das denke ich mal auch. Notfalls muss der Andreas halt selber Pizza backen, das kann er ganz gut. Den Pizzateil, der Backofen in unserer Firma kann 300 Grad zumindest. Ja, genau. Also das kriegen wir, also die Pizza kriegen wir hin, den Rest müssen wir sehen. Aber da bin ich ganz optimistisch. Genau, das war das. Dann ist ganz klar, was der Thomas auch immer gerne mit Flurfunk bezeichnet, quasi den Klatsch und Tratsch aus der Contao-Welt, aber auch so ein bisschen qualifizierteren Klatsch und Tratsch, sagen wir mal. Nicht nur das bunte Niveau, sondern auch darüber hinaus. Weil ja doch einfach, es läuft viel über die sozialen Netzwerke, aber nicht alles und auch nicht jeder verfolgt immer alle sozialen Netzwerke und kriegt alles mit. Das ist auch ganz klar was wir da, warum wir uns da treffen. Und dann ist eben die ganze Netzwerkgeschichte, glaube ich, für jeden von uns auch einfach Spaß, wenn man sich dann doch irgendwie nach ein paar Jahren so gut kennt und auf so vielen Konferenzen war und irgendwelche Nächte sich um die Ohren geschlagen hat, dass das einfach nett ist, wenn man sich dann einmal im Monat zusammensetzt und eben so eine Ebene hat, die ist nicht wirklich Job, die ist nicht wirklich Freundeskreis, es ist irgend sowas dazwischen. Da haben wir alle, glaube ich, großen Spaß dran. Genau. Dann wollten wir euch noch was erzählen dazu. Auf dem Bildschirm wird es nicht richtig gerendert. Unsere Unterstützung für Contao, was tun wir, was wollen wir tun? Zum einen machen wir es so, dass wir dadurch, dass wir keine Raummiete zahlen müssen, beschlossen haben, dass wir bei jedem Treffen jeder freiwillig 5 Euro gibt und daraus kommt dann eben diese Spende zustande, die wir gestern übergeben haben an die Association. Das ist so ein Betrag, der tut keinem groß weh. Wenn man in eine Kneipe gehen würde, wäre man deutlich mehr los als 5 Euro und das ist so ein kleiner Beitrag, aber eben ein regelmäßiger, wo wir gesagt haben, das können wir gut machen und das wollen wir auch so beibehalten. Ist auch noch auf keinen Widerstand gestoßen bei neuen Teilnehmern. Übergabe hatten wir schon. Dann ist so ein Punkt,
den wir uns jetzt, wir haben uns auch schon eine ganz konkrete Erweiterung rausgesucht, wo wir gesagt haben, das benutzen wir. Wir haben auch schon mitgekriegt, dass es einige gibt, die Einstiegsschwierigkeiten haben. Wir wollen uns jetzt mal so Erweiterungen, die nicht so gut dokumentiert sind, aber die wir halt vielleicht kennen, weil wir sie regelmäßig einsetzen, ein bisschen da mitdokumentieren. Weil es gibt ja ganz viele super tolle Sachen, aber manchmal weiß man gar nicht, was macht die Erweiterung jetzt genau, wenn man die Beschreibung liest oder weil eben die Dokumentation fehlt. Dann Planung weiterer gemeinsamer Aktivitäten. Ich glaube, da wird der Andreas nachher noch genauer drauf eingehen. Gibt es noch eine kleine Überraschung? Und ja, die Frage letzten Endes auch an euch, die wir so in den Raum stellen wollen. Was können wir noch tun? Wir sind offen. Also wir freuen uns, dass das Camp jetzt in Nürnberg ist und haben auch schon signalisiert, dass wir den Jakob da unterstützen werden gerne, wenn er, muss er sich natürlich melden, aber er weiß es. Genau, dann bist du wieder dran, oder? Mhm. Danke. Ja, wie kann man denn die Sichtbarkeit erhöhen? Also wir haben das jetzt einfach mal aufgeteilt in die Benutzer selber, die vielleicht beim Stammtisch sind und vielleicht auch für den Stammtisch selbst. Der Stammtisch-User, so ganz banale Dinge, was der Benutzer machen kann, ist einfach, wenn er sich im Forum bewegt, einfach vielleicht seine Signatur zu ändern und einfach dazu schreibt, in welchem Stammtisch er auch vielleicht sogar regelmäßig teilnimmt. Akquirierung, Teilnahme von Agenturen. Wenn jemand eine Agentur kennt, die Contao macht, einfach ansprechen. Warum sie bisher vielleicht noch nicht beim Stammtisch vorbeigeschaut haben, was vielleicht die Gründe sind, warum sie noch nicht vorbeigeschaut haben. Vorbereitung eigener Vorträge. Ja, wir haben jetzt mit Sicherheit schon 6, 7 eigene Vorträge gemacht und wir stellen dann auch natürlich die Vorträge der Allgemeinheit zur Verfügung. Finde ich sehr wichtig. Marketing. Da könnte man vielleicht auch bei der Contao Association mithelfen. Hilfe bei Dokumentation, das, was die Hella vorhin angesprochen hat, dass wir einfach viel mehr dokumentieren müssen. Andreas macht schon viel in den Core-Dokumentationen, nee. Nicht? Ein bisschen, Entschuldigung. Bald mehr, ja. Ja, genau. Nachdem ich gebrieft bin. Genau, und halt ganz wichtig ist, dass halt die Erweiterungen, die keine Beschreibungen haben oder Dokumentationen haben, halt auch dokumentiert werden. Und da versuchen wir halt auch unseren Beitrag zu leisten. Dann Suche von Location für Events. Jetzt hat mit Nürnberg zum Beispiel, da wollen wir natürlich auch bei den Vorbereitungen helfen. Wenn keine Location da wäre, könnte man vielleicht auch schauen, dass man da eine Location nochmal findet. Und auf jeden Fall vielleicht die Programmierung von Erweiterungen, das sage ich jetzt in Anführungszeichen, weil wir halt eigentlich keine Programmierer drinnen haben, aber wir halt trotzdem versuchen, Erweiterungen zu programmieren. Da ist jetzt zum Beispiel so einer, der das vielleicht könnte oder kann. Und schon getan hat. Ja, wir haben ja auch und noch schon einen getan neuen hat. Genau. 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 Gut. Nur kurz ein paar Worte zu den Kanälen, auf denen wir uns bewegen. Zum einen ist natürlich die Seite im Contao-Forum. Der Joachim ist da auch mit der Nina in Kontakt, was die neue Forensoftware angeht, weil wir irgendwie der Meinung sind, dass die Sichtbarkeit der Stammtische, der lokalen Communities nicht so furchtbar hoch ist im Forum, was wir schade finden. Wir treffen auch immer mal wieder auf Leute, die sagen, ach tatsächlich, da gibt es was. Wir haben jetzt zum dritten Mal einen User dabei gehabt, der musste erst nach Karlsruhe auf den Agenturtag fahren, um zu erfahren, dass es in München einen Stammtisch gibt. Und der kommt jetzt aber auch regelmäßig und war auch gleich auf dem CMS-Garden, auf das der Internet World Folien. Schon für Contao. Bitte? Das sind meine Folien. Das sind deine? Entschuldigung.
Ja, genau. Dann ganz wichtig natürlich unsere Webseite. Da gibt es Termin. Da steht, wo wir sind. Da sind sogar mittlerweile einige Fotos drauf zu sehen. Dann die Mailingliste, die bedient der Joachim hauptsächlich. Also das sind einfach E-Mail-Adressen von Menschen, die sich mal angemeldet haben, gesagt haben, wir haben Interesse, informiert uns. Wir sind die auch schon mal aktiv durchgegangen und haben gesagt, alle, die in den letzten 2 Jahren nicht mehr aufgetaucht sind oder noch nie aufgetaucht sind, die schreiben wir mal ganz gezielt an und fragen, ob sie noch Infos wollen, ob sie mal vielleicht tatsächlich kommen wollen. Das hat nicht so wirklich viel Effekt gehabt, aber es war ein Versuch wert. Dann bedienen wir Google Plus, ist so ein, ja, mein, es ist so die Sache, Google ist halt Google und deswegen bedienen wir es, ist aber auch der einzige Grund, also ich bin jetzt auch kein riesen Google Plus Fan, deswegen haben wir das automatisiert und nutzen da Hootsuite und lassen einfach den RSS-Feed von unserem Blog da reinlaufen. Da müssen wir weiter nichts tun, aber Google ist bedient. Und eigentlich, glaube ich, so der wichtigste Kanal ist sicherlich der Twitter-Account. Ich habe ja auch Lollis ausgelobt für neue Follower, weil wir nämlich eigentlich gerne endlich mal die 100 hätten. Also wer uns noch nicht folgt, wir sind kurz vor 100. Ja, ich weiß. Danke. Du hast ja auch einen extra Lolli gekriegt, oder? Ja. Ja. Genau, also wie viele haben wir noch? 97, glaube ich, haben wir. Also es fehlen nur noch 3. Aber ich glaube, fast alle, die hier sind, folgen uns schon. Genau, und unser brandneuer Kanal, also wir haben ein GitHub-Repository angelegt, wo wir einfach so ja, Skripte und sonstige Dinge sammeln, zur Verfügung stellen, woran wir so arbeiten oder auch zu den Vorträgen. Und dann wissen wir vor allem auch, wo es liegt. Und ja, und wir lernen auch besser mit GitHub umzugehen. Auch die Leute, die sonst nicht programmieren. Ist alles verlinkt auf den Folien, falls es irgendwen interessiert. 101, yes! 101. Yes. Nee. Ich habe immer noch 97, nein, 101. Ja, ich bin begeistert. Ja. Yeah. Yeah. Okay, Ziel erreicht. Wir können gehen, ja. Wir können Schluss machen. Gibt keine Überraschung mehr. Ja. Wo kommen wir hin? Der Ausblick. Ja, der Ausblick, das ist jetzt Andreas Job. Hilfe. Der Ausblick, der so ein bisschen auch mit im Grunde genommen mit einem Rückblick startet, wo ich gerade gejammert habe, dass mir die Hella schon meine 2 Sätze klaut. Nämlich das Thema, dass wir unseren neuesten Stammtischzugang sozusagen auf Community-Wegen, möchte ich es mal positiv formulieren, bekommen haben. Also es fährt jemand nach Karlsruhe auf den Agenturstammtisch, trifft dort jemanden, wenn ich es richtig verstanden habe, von der Chronologie aus Stuttgart, der ihm erzählt, da du doch aus München bist, kannst du doch mal auf den Stammtisch in München gehen. Da sieht man also, Community funktioniert. Ich sagte Rückblick, weil wir hätten ihn dann zu spätestens auf dem CMS-Garten bekommen, weil dort hat er sich unabhängig schon gemeldet gehabt, der Jörg, und wollte dort für Contao hingehen. Und da wir dort auch waren, also mit ihm zeitgleich der Alex, der jetzt hier nicht auf der Konferenz ist, und am Tag drauf die Hella und ich, das heißt, dann hätten wir ihn spätestens da abgegriffen und für den Stammtisch verpflichtet. Das Ganze, wie es die Hella vorhin schon gesagt, unsere Idee, einfach die Sichtbarkeit erhöhen, mach was, zeig dich, lerne Leute kennen und spreche über dein System, zeig es den Leuten, unsere Sichtbarkeit, aber auch die Sichtbarkeit von Contao. Ja, ich schmeiße es, glaube ich, noch 3-mal runter. Vielleicht stecke ich es einfach in die Tasche. Gut, gegenseitige User-Unterstützung etc., das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Wir versuchen unsere Community und natürlich im Prinzip auch ganz stark natürlich die Local-Community zu unterstützen.
Das ist so unsere Vorstellung, wie läuft Support Your Community. Was wir jetzt noch vorhaben, das findet im Herbst immer statt. Es gibt die sogenannte Münchner Webwoche, auch eine bisschen größere Veranstaltung. Und da war unser Gedanke, dass wir da einfach sozusagen eine Veranstaltung oder einen größeren Stammtisch dazu machen und das als Projekt dort mit einreichen, um auch so wieder Sichtbarkeit und neue Leute, neue Kontakte kennenzulernen. Was wir schon mal im kleinen Kreis ausprobiert hatten und angedacht haben, da wir unser Einzugsgebiet ja manchmal ein bisschen größer ist und nicht jeder immer kommen kann, dass wir den Stammtisch sozusagen mit modernen Mitteln des Internets zur Not auch übertragen und so die Leute eher ins Boot holen. Joachim hat es angesprochen, die Idee war natürlich, eventuell kann man auch irgendeinen YouTube-Channel machen, wo wir, wenn wir denn Vorträge halten und die eventuell nicht nur zu Papier, sondern auch auf Video bringen, dort veröffentlichen könnten. So, die Münchner Webwoche hatte ich schon kurz erzählt. Ja, ich glaube, das kann man da schnell durch. Workshop, das war das, was ich eigentlich schon im Vorfeld erzählt hatte. Ja, und dann heißt es auf den Veranstaltungen mit dem Apfel heißt es immer One More Thing und dann kommt noch irgendein Leckerli. Und das war das, was wir uns jetzt ausgedacht hatten. Wir hatten gedacht, Konferenzen gibt's, es gibt Camps, und dann machen wir doch mal Kontau Community Cruise. So ein bisschen gibt's schon in der Art, aber natürlich nicht ganz so groß. Ja. Das Bild kommt nicht von ungefähr. So, unsere Idee war Cruise, wir fahren Schiff und wir wollten einfach den Kontakt zu anderen Stammtischen ein bisschen intensivieren oder herstellen und haben uns dann den Bodensee mit Lindau, da schaffen wir es noch in Bayern zu bleiben, da müssen wir sozusagen aus dem gelobten Land nicht fort, aber trotzdem kommen wir in die Nähe von anderen Stammtischen und haben uns da gesagt, gut, es ist nicht allzu weit nach Stuttgart oder vom Bodensee nach Stuttgart ist es auch nicht näher oder weiter als von München. Karlsruhe hat es halt über Stuttgart einfach eine Stunde weiter, aber so ist das Leben. Dann ist natürlich unter Umständen die Schweiz im Einzugsgebiet, wobei ja da auch schon zur Hälfte Münchner sitzen, wenn ich das so richtig sehe. Der Alex ist die nächste Verpflichtung. Und wir haben natürlich, wie es Hella vorhin schon gesagt, wir haben noch eine Außenstelle in Vorarlberg. Die Heike, die regelmäßig zu uns kommt und die hätte da dann natürlich den extremen Standortvorteil, dass die da ganz gemütlich in einer Dreiviertelstunde an den Bodensee fährt. Das ist auch die Keimzelle dieser Idee eigentlich gewesen, dass wir uns mal mit der Heike irgendwo treffen, wo sie es nicht ganz so weit hat. Gut, dann was haben wir da eigentlich uns so gedacht? Die Idee war, zum einen, wie ich es gerade schon gesagt habe, andere Stammtische ein bisschen mit ins Boot, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, zu holen und die Kontakte herzustellen, die Leute kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen. Das heißt, wir hatten uns vorgestellt, wir treffen uns in Lindau, wo wir uns halt, ja, Sternfahrt nennt man sowas, glaube ich, an Ostern, hin auf den Weg machen. Jetzt noch nicht sozusagen der organisierte Teil, sondern halt in kleinen Gruppen selber. Bayern-Ticket, Baden-Württemberg-Ticket gibt es bestimmt auch. Wir haben für dieses Event keine Vorträge oder sonstiges Programm geplant, weil die Idee war einfach eher, man trifft sich, um ins Gespräch zu kommen und nicht da zu sitzen und jemand zu lauschen, sondern mehr oder weniger freies Programm. Wir haben, dass ein bisschen ein Rahmen da ist, dachten wir, dass wir, wenn wir ankommen, irgendwo gemeinsam essen gehen und dann nachmittags vielleicht als Veranstaltung, sagen wir mal, mit dem Schiff irgendwo fahren. Da gibt es ja am Bodensee recht schöne Sachen. Das hatte ich schon gesagt, also wir lernen uns dann hoffentlich besser kennen und können Kontakte noch besser pflegen, intensivieren. Zum Ablauf des Ganzen hatten wir uns noch gedacht, wenn wir nur sagen, ja, wir haben da was vor und wer hätte denn Interesse, dann gibt es bestimmt sehr viele, die sagen, das ist interessant, aber mal gucken und am Ende ist dann keiner da. Also haben wir gedacht, naja, machen wir irgendeine nicht allzu hohe Anmeldegebühr, die einen ein bisschen selber zwingt, auch zu sagen, gut, wenn ich mich da gemeldet habe, dann komme ich auch.
Und das soll also zum einen Motivation, Anreiz sein, und zum zweiten ist es so, wir könnten uns vorstellen, dieses Geld geben wir dann fürs Essen oder fürs Schifffahren oder was auch immer aus, und so wir es nicht benötigen, weil halt gewisse Leute nicht kommen, dann kann sich die Association freuen und sagen, super, da haben wir Absagen gehabt, jetzt kommt der Schotter rein. Ja, und nachdem wir natürlich da nicht ganz uneigennützig geschaut haben, wann wir Zeit haben, ist der 9. Juli, ein Samstag, dann so als Termin übrig geblieben. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir erfahren, dass Jahr im Juli ist es, glaube ich, in Stein gemeißelt. Ja, wenn wir aber feststellen, dass die Mehrheit der potenziellen Kandidaten wann anders Zeit hätte, dann denke ich, dann müssen wir da halt umplanen. Wir haben da natürlich auch schon mal was vorbereitet. Die hauptsächlichen Planungen wollen wir jetzt dann angehen, nachdem wir mit euch vielleicht auch noch gesprochen haben und ein bisschen Feedback bekommen haben, was ihr davon haltet. Aber wir haben einen Doodle schon mal angelegt. Ich glaube, die Hella hat den Link schon eingebaut. Nö, egal. Also es gibt ihn. Wir können den ja auch noch mal posten auf den vorhin angesprochenen Kanälen. Ja, und wie es als letzter Punkt unten stand, es ist natürlich jeder herzlich willkommen und wir freuen uns über jeden. Genau. So, und ja, Teil des ganzen Community ist natürlich nicht nur irgendwo sich hinstellen und was erzählen, sondern auch zuhören und fragen und hoffentlich auch Antworten geben zu können. Ja, Andi? Ich gebe dir mal das Mikro. Die erste Frage ist die Frage der Kosten. Also ihr habt ja Kosten für das, was ihr macht. Die Raummiete, ich glaube, die trägt halt jetzt einfach... Eine Raummiete gibt es nicht. Also das, was Joachim gesagt hat, war sozusagen die virtuelle Raummiete, die man haben könnte, die wir nicht haben, weil halt unsere Firma sagt, gut, genau, also das Besprechungsraum ist da, könnt ihr haben. Deine Firma trägt die Kosten. Ja. Naja, das sind ja keine Kosten, der würde um die Uhrzeit halt einfach leer stehen. Ja, und also Pizza und so bezahlt ihr halt jeder selber? Das, oder? Ja. Genau. Und Getränke oder so? Getränke bringt der Joachim immer einfach Kosten. Eine Kiste mit, und da schmeißen wir dann einen Euro oder was wir aktuell haben in den Topf, das halt... Die Kosten also ihr verkauft ungefähr gedeckelt die Getränke werden. Dann. Nur die Getränke für 1 Euro die Flasche und der Rest geht auf meine Kappe. Okay. Bringen so ein bisschen Obst mit, bringen ein bisschen. Wir haben einen Goldsponsor. Ja. Ja, wir haben eben diesen also Gedanken, Vorträge zu halten, auch schon öfters diskutiert in der Schweiz, aber wir haben keinen kostenlosen Raum. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, ob du, wenn du dann Eintritt verlangst, wird es dann schon alles viel komplizierter. Ja. Und du müsstest ja oder du müsstest jemanden finden, der bereit ist, diese Kosten zu tragen. Und das hindert uns irgendwie ein bisschen daran, Vorträge zu halten. Was mich zum zweiten Punkt bringt, wie findet ihr die Leute, die Vorträge halten? Wir haben, also das im Prinzip ist es aus den eigenen Reihen rekrutiert und es läuft jetzt eigentlich, die letzten paar Male war es so, dass wir uns eigentlich gegen Ende eines Stammtischs besprechen und sagen, was wäre interessant, woran arbeitet jemand gerade, und sagen, ja, da könntest du doch das nächste Mal was erzählen, und dann hast du halt einen Monat Vorlauf, um da ein paar Folien zu Papier zu bringen. Okay, also ihr akquiriert die Vorträge. Selten so, dass jemand kommt und sagt, ich möchte hier. Doch, das haben wir auch. Also wir sammeln eigentlich immer Vorschläge. Und wie bei der Konferenz mit Call for Paper oder sowas. Ja, genau so in der Art. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt auch nicht Vorträge inflationär, sodass wir die irgendwie abwehren müssten. Also wenn jemand sagt, ich habe da mal was vorbereitet und das hört sich halbwegs interessant an, dann wird ihn sicherlich niemand am Sprechen hindern. Und das kommuniziert ihr halt auf der Webseite, dass ihr Vorträge sucht, oder? Nein, eigentlich eher nicht. So, das ist mehr so im internen Dialog. Ja. Also wenn jemand seine Probleme schildert und sagt, du, ich habe da mit dem und dem beschäftige ich mich gerade und komme da nicht so recht klar, und jemand anders sagt, da habe ich schon mal was gemacht, da könnte ich doch mal erzählen, was ich da gemacht habe. Also bestes Beispiel, Yannick zum Beispiel, als er angefangen hat, das HTTP2 zu erklären, oder beim letzten Mal hat er sich halt einfach von... Genau. Sich schon damit beschäftigt. Genau. Parallel den Vortrag. Genau. Wo entstehen halt einfach die Themen?
Oder beim letzten Mal hat er uns einfach gezeigt, wie die W3C Sachen sind für die Bilder. Ja. Also, genau. Okay, dann habe ich noch eine schwierige Frage. Oder bei uns kam öfters die Diskussion, dass der Stammtisch nicht Stammtisch heißen soll. Ja. Sind wir auch. Sondern, also deswegen heißt es, glaube ich, im NRW heißt es NRW Day oder Meetup. User Group heißt es in NRW. User Group bei Joomla und eben, genau, kennt ihr das Problem auch? Also ich persönlich habe auch ein Problem damit, das Stammtisch zu nennen, weil es einfach unprofessionell rüberkommt. Also ich wäre auch dafür, dass man sagt, die Stammtische heißen generell User Groups. Ja. Benutzergruppe, also ich habe bei Stammtisch eher das Problem, dass es dann kein Bier gibt. Bei uns gibt es ja, Bier? Ja, nur ab und zu. Ja. Wenn El Presidente kommt zum Beispiel, dann gibt es Bier. Und Kuchen. Das Problem ist halt, dass du... Also die Diskussion darum, ob das jetzt Stammtisch heißt oder User Group oder Meetup oder keine Ahnung was, hau mich blau, die haben sicherlich schon einige geführt oder führen wollen und führen die auch immer wieder. Nur ich finde es halt auch irgendwo ein kleines Alleinstellungsmerkmal in einer gewissen Art und Weise, weil mit jedem, dem ich dann rede und der sagt dann, der vielleicht nicht direkt in der Contao-Community drin ist oder davon spricht, der fragt dann erstmal, was sind denn jetzt diese Stammtische? Ja, also wenn ich da Meetup hinschreibe und so weiter und so fort, sagt er, ach, alles klar, die treffen sich und labern, blöde, gut. Aber Stammtisch, das ist halt da, wo er sich dann wieder beschäftigen muss. Also es hat natürlich auch einen anderen Effekt. Ich gebe euch recht, klar, Stammtisch erinnert irgendwie an, ich setze mich hin und tue irgendwie so ein bisschen halbgeweigt da am Biertisch sitzen und da mal meine Zeit verbringen. Aber auf der anderen Seite ist es halt vielleicht auch gerade deshalb, so ein familiär. Anderes Ding, ja, familiär auch, ne? So wie halt auch die komplette Community hier eigentlich ist. Aber da, wie gesagt, könnte man drüber diskutieren. Kein Problem. Ja, ganz kurz. Ja, nachdem es natürlich NRW jetzt schon gemacht hat, würde es sich natürlich für die anderen Stammtische auch anbieten. Ja. Ich kürze noch schon angeschissen. Nein, ich sehe durchaus auch nicht eine Problematik, aber eine Möglichkeit, mit einem anderen Begriff anders umgehen zu können. Allerdings ist der Stammtisch was, wo ich sage, da ist die Zugangsbarriere am geringsten. Wenn ich das eben Meeting nenne oder User Group heißt schon, ich hatte 3 Anfragen. Ja, ich interessiere mich eigentlich, ich würde gerne mal zu euch nach Stuttgart zum Stammtisch kommen. Aber ich bin noch nicht Experte oder Expertin genug, um mich unter die ganzen Freaks zu mischen. Ja. Dann sage ich, nee, wir rauchen auch und trinken Bier und ist auch ganz ungezwungen. Aber auch schon so, ich will erst Experte sein oder ich will erst mich da noch besser beschäftigen, glaube ich, dass es eben diesen Begriff, sagen wir mal, ein Äquivalent zu Stammtisch finden, was noch nicht eben dieses User Group klingt für mich, ich muss arbeiten. Ja. Ist ja nicht schlimm, aber mache ich das eben noch in der Freizeit obendrauf. So, jetzt der Andi war zu dir, aber du hast noch nichts gesagt. Dann ich wollte nur per Mikro, deswegen. Achso, es kommt auch an, welche Zielgruppe man ansprechen will. Ihr habt vorhin gesagt, Agenturen. Also gut. Also, es kommt darauf an, welche Zielgruppe ihr erreichen wollt. Ihr habt euch eben darüber gewundert, dass keine Agenturen, keine größeren da sind. Wenn das Ding Stammtisch heißt und eher davon auszugehen ist, wie jetzt zum Beispiel bei uns in Karlsruhe oder Stuttgart, man trifft sich in einem Lokal gemütlich und redet da, dann spricht es Agenturen nicht unbedingt an. Genau. Dafür spricht es bestimmte andere Nutzer an, die sich sagen, User Group, oh, klingt A nach Englisch und B nach professionell, da stelle ich eine blöde Frage und bin draußen, das will ich nicht. Deswegen ist da die Frage, was kommuniziert man? Und das, also nochmal, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie ihr nach draußen geht und dann, glaube ich, auch bekommt ihr die Agenturen auch auf den Stammtisch mit drauf. Ja. So, da war schon ganz schön was. Ihr habt eben die Münchner Webwoche angesprochen, dass ihr da was machen wollt. Könnt ihr euch vorstellen, das ein bisschen größer zu organisieren und den CMS-Garten mitzunehmen? Ja, einfach, wenn ihr irgendwelches Material braucht, ansprechen.
Ja, weiß ich nicht. Du nochmal? Ich habe noch eine Frage, weil ihr habt vorhin angesprochen, einmal lokal gegenüber Firmenräumen, Frequenz monatlich macht ihr, Terminfindung über Doodle, dass es funktioniert oder auch mit den Vorträgen. Habt ihr Sachen geändert, wo ihr sagt, das hat enorm was gebracht? Also seit wir die Vorträge machen, kommen 5 Leute mehr oder irgendwas, was wir von anderen, wo wir einfach als andere Stammtische was lernen können? Also ich kann mich jetzt nicht an eine große Änderung erinnern. Das Einzige, was wir als bisschen größere Änderung hatten, war, wir hatten es ursprünglich an einem Sonntagnachmittag, das ist, ich glaube 16 Uhr sowas um den Dreh, haben wir uns getroffen und haben so den Sonntagnachmittag eigentlich ganz, ganz gemütlich und angenehm ausklingen lassen. Es ging dann meistens so bis abends um 10. Und dann hatten wir eben im Rahmen der Aktion, wo wir ehemalige oder sich als Interessenten angemeldete, aber noch nie erschienene angeschrieben haben, haben wir oft das Feedback gekriegt, ja, aber Sonntag, da habe ich ja gar keine Zeit. Und dann haben wir irgendwann gesagt, gut, dann machen wir halt mal Donnerstag. Und das ja, Ergebnis... Dazu kam noch der Lokalitätenwechsel von dem anderen Besprechungsraum jetzt zu uns und da hat sich der... Hat sich dann also sozusagen unter der Woche hat sich das dann eher angeboten. Den Tag zu wechseln, aber das Ergebnis war, dass es eigentlich im Grunde genommen im Wesentlichen die gleichen Köpfe sind, die erscheinen. Das stimmt erscheinen. Schon, aber seitdem wir ein bisschen mehr Programm machen, ist es kontinuierlich, also haben wir kontinuierlich eigentlich eine höhere Zahl an Besuchern. Also wir sind jetzt eigentlich regelmäßig zwischen 8 und 10 und vorher waren es halt mal 5, mal 12. Aber es waren dann auch einige Male, wo wir nur zu 5 oder so waren, wo man dann natürlich nicht unbedingt so furchtbar viel weiterkommt. Und gerade wenn man vorher die Vorträge ankündigt, habe ich schon den Eindruck, dass den einen oder anderen dann vielleicht so, ja, okay, wir machen da wirklich was. Da passiert produktiv was, wir sitzen nicht nur rum und ratschen. Das ist so die kontinuierliche Teilnahme einfach von vielen erhöht hat. Man sieht es halt auch an den Doodle-Zusagen dann. Also es sind dann, wenn du wirklich einen Vortrag hältst, sind es halt plötzlich 3, 4, 5 Leute mehr. Genau. Okay, du wolltest noch. Wie macht ihr das bei dieser großen Bandbreite an Leuten, die ihr dort habt, also von Anfängern bis zu Entwicklern? Also ich kenne das Phänomen halt, dass man sich als Entwickler ganz schnell mal sehr gut über und ausführlich über Sachen unterhalten kann, wo dann keiner... irgendwie noch weiß, worum es geht. Also wie lenkt ihr das irgendwie in Bahnen, dass das für alle was bringt? Also wir haben oft, meistens nach den normalen Vorträgen ergibt sich das dann so, dass wir uns in mehrere, 2, 3 Grüppchen eigentlich zusammensetzen, wenn es dann um ganz konkrete Dinge geht. Und dann entweder... sag ich mal, Entwickler untereinander oder halt vielleicht jemand, der sagt, ich brauche jetzt einen Entwickler, weil ich habe da ein Problem, da komme ich selber nicht weiter. Und da kann man dann halt einfach sehen, was machen die, was machen die, was machen die und es verteilt sich ganz gut nach Interessen und wenn man so zu 12 ist, dann sind es irgendwie vernünftig große Grüppchen, die sich da bilden. Das ist aber jetzt nicht groß gesteuert, sondern das ist einfach so nach Bedarf, aber funktioniert sehr gut. Oder wir sagen halt wirklich, wenn du halt ein Thema hast, dann trag es halt einfach vor, dein Problem, damit es halt alle mitbekommen. Ja, also immer je nachdem, wie man den Eindruck hat, ob das jetzt für mehr Leute relevant ist oder nur für Einzelne. Genau. Christian, du auch noch? Ich wollte nur eine Okay, ja, dann kommen wir mal, gehen wir einfach zur Verabschiedung, verteilen die restlichen Lollis. Danke euch. Danke. Ciao.